Heute habe ich was Besonderes für euch. Den TCL-Fernseher aus der SF540-Serie. Ein Gerät, das verspricht, euer Wohnzimmer zu einem echten Heimkino zu machen. Ich habe es mir genauer angeschaut. Und was ich dabei erlebt habe, erzähle ich euch jetzt. Packen wir es an. So, schauen wir uns mal das Äußere von diesem Fernseher an. Schwarz wie die Nacht steht er da. Mit seinem Standfuß misst er stolze 71,6 cm in der Breite, 46,7 cm in der Höhe und hat eine Tiefe von 18 cm. Leicht ist er obendrein, bringt gerade mal 3,4 kg auf die Waage. Falls ihr kein Freund von Standfüßen seid, keine Sorge, der lässt sich auch an der Wand befestigen. Dafür braucht's eine Halterung WESA Standard 100x100 mm und schon hängt er an eurer Wand. Jetzt zum Design. Leute, das ist echt was fürs Auge. Das rahmenlose Design macht's möglich, dass der Bildschirm noch größer wirkt, als er ohnehin schon ist. Schlank und elegant, ein richtiges Schmuckstück. Es passt einfach überall rein und wertet jeden Raum auf, nicht nur durch seine Technik, sondern auch als ein Stück zeitloses Design. Echt ein Hingucker, der in jedem Wohnzimmer was hermacht. Jetzt zum Herzstück, dem Bildschirm. Der Fernseher kommt mit einem Full-HD-Display daher. 32 Zoll Diagonale, so richtig zum Eintauchen. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei flotten 50 und 60 Hertz. Damit läuft alles schön flüssig. Farben kommen mit einer Tiefe von 8 Bit, was für ordentlich Nuancen im Bild sorgt. Dank der VA-Technologie in der Matrix und der LED-Direct-Hintergrundbeleuchtung kriegt ihr Kontraste und Schwarzwerte, die sich sehen lassen können. Beim Energieverbrauch liegt er in der Klasse F. Also er könnte sparsamer sein, aber das ist noch im Rahmen. Pluspunkt: Der Fernseher ist ROS zertifiziert, heißt, bei der Herstellung wurde auf umweltschädliche Stoffe verzichtet. Nun, was die Bildqualität angeht, Leute, Full HD ist hier Programm. Mit 1920x1080 Pixeln wird alles doppelt so scharf wie bei Standard HD. Und dann ist da noch HDR10, der bringt Farben und Kontrast auf ein neues Level. Egal ob es dunkle Szenen oder helle Highlights sind, alles wirkt noch echter. Aber der eigentliche Clou ist der TCL Fire TV. Damit habt ihr quasi die Qual der Wahl. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime und was nicht alles, in bester Full-HD-Qualität. Es spielt keine Rolle, ob ihr Serienjunkies oder Filmfreaks seid oder vielleicht doch mehr auf Musik und Spiele steht. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Die Bildqualität bleibt immer top, egal was ihr guckt. Jetzt zum Sound. Da hat der Fernseher auch was zu bieten. Zwei Lautsprecher sind drin, zusammen machen sie 16 Watt Leistung. Das ist schon mal nicht schlecht für so ein schlankes Gerät. Wenn ihr es aber noch kräftiger im Klang wollt, kein Problem. Ihr könnt ganz einfach ein Heimkinosystem oder eine Soundbar dranhängen. Optischer Audioausgang oder HDMI, beides geht. Und dann Leute, dann wird's erst richtig kinomäßig. Die Sache mit dem Kinosound zu Hause, das ist hier kein leeres Versprechen. Dank Dolby Audio mit der Crystal Clarity Funktion und Sound Spatialization kriegt ihr einen Sound, der nicht nur laut, sondern auch richtig fein abgestimmt ist. Die Dialoge, die Hintergrundgeräusche, die Musik, alles klingt klar und lebendig. Und für die Filmfans unter euch, DTS HD wird auch unterstützt. Auf Blu-ray oder bei den Streamingdiensten, die Filme klingen, als wärt ihr mittendrin. Über 50.000 Titel mit DTS Surround Sound, sagt mal, wer bietet mehr? Da holt ihr euch das Kino wirklich nach Hause. Popcorn nicht vergessen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der den Fernseher wirklich smart macht. Das Betriebssystem Fire TV. Das ist sozusagen das Gehirn des Ganzen, das euch Zugriff auf eine ganze Welt von Inhalten gibt. Und wenn ich Welt sage, dann meine ich es auch so. Streamingdienste, Apps für Filme und Serien, das ist alles nur ein paar Klicks entfernt. Aber der Clou ist wirklich das integrierte Fire TV. Stellt euch vor, alles was ihr liebt auf einem Bildschirm. Ein Startbildschirm, der alles zusammenbringt, Live-TV, Streaming, sogar eure Lieblingsspiele. Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus, Apple TV, das ist wie das Beste vom Besten, alles an einem Ort. Und das Ganze ist nicht nur breit aufgestellt, sondern auch noch richtig benutzerfreundlich. Der Fire TV Startbildschirm macht's euch leicht, genau das zu finden, was ihr sehen wollt. Kein endloses Durchklicken mehr, einfach suchen und genießen. Aber jetzt haltet euch fest, das ganze Ding lässt sich mit Alexa steuern. Ja, richtig gehört. Die Sprachfernbedienung bringt euch nicht nur zu euren Lieblingsshows, sondern steuert auch andere smarte Geräte in eurem Zuhause. Leicht dimmen, ohne vom Sofa aufzustehen? Kein Problem. Das ist nicht nur smart, das ist genial. Ich habe die Kundenrezensionen studiert. Nachteile: Schwarzwerte schlecht, schlechter Betrachtungswinkel, weniger Optionen. Vorteile: gute Auflösung und Bild.
Tonqualität okay. Leichtes Gewicht. Schönes Design. Günstiger Preis. Viele Eingänge. So Freunde, das war's mit meinem Test des TCL-Fernsehers aus der SF540-Serie. Vergesst nicht, in der Beschreibung habe ich euch die Links zu den besten Angeboten für dieses Schmuckstück hinterlassen. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinungen teilen wollt, schreibt's mir in die Kommentare. Hat euch das Video geholfen und ihr fandet es gut? Dann zögert nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis bald!